Neuberechnung der Route. In 450 Metern biegen Sie scharf links ab, auf Oberrapitsch weiter folgen. Die nächste scharf links. In 300 Metern am Ende der Straße biegen Sie links ab, auf Oberrapitsch weiter folgen.
Ja, hier an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien habe ich meinen ersten Stau. Aber ich sag mal so 10 Minuten, Viertelstunde werde ich auch über die Grenze sein. Wir haben ja den Mittwoch vor Ostern und ich möchte nicht wissen, was dann Ostern hier los ist. Naja, da werden die wohl die ein oder andere Spur mehr aufmachen, aber trotzdem. So, gerade habe ich ein Ticket gezogen. Das ist natürlich für PKW zu weit unten der Schacht und für LKW zu weit oben. Da muss man sich ganz schön rauslehnen.
Ja, hallo liebe Campingfreunde und Reisefreunde. Jetzt bin ich so 1060 Kilometer gefahren, bin jetzt in Kroatien in der Nähe von den Plitvicer Seen. Das war ja dann doch noch eine ganz schöne Gurkerei. Ich bin dann in Kroatien Autobahn gefahren bis Karlovac. Da musste ich durch die Stadt durch und dann noch gut 80 Kilometer Landstraße. Naja, das reichte dann auch für heute. Der Campingplatz ist ein richtig super Luxus-Campingplatz. Der ist, glaube ich, erst 2 Jahre auf. Alles neu und vom Feinsten. Aber ich sag mal, der Hauptgrund ist natürlich der, dass die einen Shuttle haben zu den Plitvicer Seen. Werde ich morgen um 10 Uhr hingehen, dann fahren die mich hin. Und wenn ich genug gelaufen bin und genug gefilmt und fotografiert habe, dann holen die mich wieder ab. Und für hin und zurück nehmen sie 15 Euro. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Ja, da oben sind so Bungalows, wie ich die auch auf schon anderen Campingplätzen gesehen habe in Kroatien. Ja, hier steht mein Pössl. Ja, besser geht's doch nicht. Ja, das ist ja echt vom Feinsten hier. Ja, da hinten ist noch ein Raum. Da sind also auch noch Waschbecken, Toiletten und so weiter. Das kann man schon empfehlen. Na, hier ist der Entsorgungsbereich. Alles bestens. Toilettenentsorgung, Grauwasserabfluss. Passt. Ja, es hat sogar eine Grillecke, wo man mit Holzkohle grillen kann. Das scheint ja sehr gut in Gebrauch zu sein. Sieht jetzt nicht so sehr appetitlich aus. Ja, mal schauen, was sich hier oben versteckt. Ein Pool, das ist ja nicht schlecht. Ja, hier ist ja alles vorhanden, was der Mensch braucht. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich sag mal, was mir hier nicht so gefällt, das ist hier so sehr betonlastig.